Hallo zusammen, ich habe immer wieder die Anfrage, ich gehe nach Norwegen, Schweden zum Fischen, will da fischen und den Fisch einfrieren bzw. filetieren oder ausnehmen und dann einfrieren. Und vor allem, ich will den Fisch noch nach Hause nehmen. Ich habe hier zwei Kühlboxen, das ist meine beste Standardkühlbox. Die Standardkühlbox funktioniert bis minus 18 Grad. Ich kann damit gefrieren. Es gibt Boxen, die geben an, sie gehen bis minus 22, aber die Temperatur hat nichts zu sagen mit der Leistung. In dieser Box drin kann ich 1,5 Kilo Fisch oder Wasser oder Fleisch frieren im Tag. Hört sich nicht nach viel an. 1,5 Kilo fangen, also wir haben etwa die halbe Ausnutzung, also das wären dann 3 Kilo Fisch fangen am Tag. Wenn ich den filetiere, habe ich die Hälfte, je nach Fischart. Und so sehe ich hier, das ist das, was ich fange. In dieser Kühlbox hier, das ist die GT, die bauen wir für Außendienstmitarbeiter, die Tiefkühlware transportieren müssen, die Box ins Auto stellen, 50 Grad im Auto, und da macht die Box immer noch unter minus 20, und die hat den dreimal stärkeren Kompressor drin und durch das auch eine massivere Gefrierleistung. Das sind dann 7,2 Kilo. Jetzt gehe ich 14 Tage nach Schweden, Norwegen zum Fischen, entweder mit dem Wohnmobil oder mit dem normalen Kombi. Ich habe da oben ein Häuschen am See und Fisch. Wenn ich da oben Strom zur Verfügung habe, also 230 Volt, dann kann ich die Box einstecken, hier direkt, hier mit dem Adapter, und dann kann ich eben 1,5 Kilo bzw. 7 Kilo Fisch am Tag gefrieren. Wenn ihr das 10 Tage macht, habt ihr hier die kleine Truhe. Wir haben auch größere, die 81er. Nur da ist dann das Thema, da bringe ich auch nicht 70 Kilo Fisch rein, was die Gefrierleistung ist. Wenn ich jetzt im Wohnmobil bin und ich will das über die Batterie, aus diesem Grund steht hier eine Batterie, betreiben, dann brauche ich Strom. Für diese Kühlbox, an dieser Batterie betrieben, dann läuft das Ding, normale Kühlung, locker 100, 120 Stunden. Wenn ich darin aber Fisch einlagere, also nicht gefrorene Sachen, und friere die runter, dann braucht die Box etwa 100 Ampere im Tag. 50 Ampere Stunden braucht sie nur zum Kühlen. Also wenn sie einfach als Tiefkühltruhe durchläuft. Diese Batterie hat 100 Ampere Stunden Kapazität. Also ich kann diese Truhe, wenn sie gefrieren muss, einen Tag damit betreiben. Diese Truhe hier, die hat dreimal stärkeren Kompressor von der Kälteleistung her. Vom Stromverbrauch ist es nicht ganz so schlimm. Die hat etwa einen Verbrauch pro Tag bei Maximalleistung von 250 Ampere Stunden. Das heißt, diese Batterie ist in 9 Stunden leer. Ich habe ein Video gemacht, wo ich diese Box teste mit so einer Batterie, vollgeballt mit 15 Kilo Wasser. Das verlinke ich euch am Schluss. Jetzt, wenn ihr nach Hause fährt oder ihr seid in diesem Häuschen, wo ihr keine Stromprobleme habt, dass ihr diese jeden Tag laden müsst oder alle 9 Stunden, wenn ihr diese betreiben möchtet zum Einfrieren,
Ich bin da oben, habe meine 10 Tage gewischt, ich habe den Fisch eingefroren oder ich habe den Fisch sogar in diesem Häuschen oder irgendwo eine Möglichkeit. Teilweise gibt es die Möglichkeit, dass man Fisch abgibt, die verpacken den, filetieren den, das ist Service inklusive. Dann habe ich den Fisch, ich habe den Fisch gefroren. Der ist runtergekühlt auf minus 20 Grad. Ich packe das in die Box und ich die B-Box. Auf der Heimfahrt brauchen beide Boxen gleich viel Strom, weil das Gehäuse ist das gleiche. Ich brauche also hier 50 Ampere am Tag in 24 Stunden. Und hier brauche ich auch 50 Ampere am Tag. Ist natürlich ein bisschen außentemperaturabhängig, aber wir rechnen jetzt mal mit 25 Grad. Bei 32 Grad sind es dann eher 70 Ampere. Das heißt, wenn ich so eine Batterie im Kofferraum meines Autos habe und ich habe die Box hier und ich habe auch ein Kabel, wo ich diese Box während der Fahrt betreiben kann und ich gehe auf die Fähre. Das heißt, mit dieser Batterie umgesteckt kann ich diese Batterie um die 23 bis 26 Stunden, sogar 30 Stunden betreiben. Die Frage ist, wie lang bin ich auf der Fähre oder wie lang bin ich unterwegs mit dem PKW? Ich wohne nicht im Wohnmobil, weil ich keins habe, sondern ich gehe nur fischen. Ich übernachte noch irgendwo, entweder auf dem Schiff oder Zwischenstation. Das heißt, während der Fahrt kann ich die Batterie laden und dann kann ich eine Nacht, einen Tag lang stehen und das ist überhaupt kein Problem, den Fisch gefroren nach Hause zu bringen. Mit der Box und mit der Box. Ich mache euch hier das Video, wo ich die Box mit 15 Kilo Ware belade, der Batterie und die ist in 15 Stunden, in 8, 9 Stunden ist die Batterie leer und das Wasser da drin ist noch nicht gefroren. Und hier ein anderes Fischervideo, was die Themen auch umschreibt. Ich hoffe, die Fragen beantwortet zu haben. Wenn ihr mehr Fragen habt, stellt es mir in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail. Ich probiere Fragen so zu beantworten. Ich wünsche euch einen schönen Tag.